Heute machen wir eine ganz, ganz einsame Wanderung. Und zwar auf den Zwiesel bei Bad Hölz. Jetzt war ich noch kurz auf dem Blomberg oben. Das Gipfelkreuz von Blomberg ist da. Und da oben ist der wirkliche Gipfel. Warum jetzt das Gipfelkreuz nicht auf dem Gipfel steht, sondern weiter unten, erschließt sich mir nicht. Aber wenn das jemand von euch weiß, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare mal rein. Würde mich jetzt echt interessieren, dass es irgendeinen Grund dafür gibt. So, jetzt haben wir zwei Gipfel hinter uns. Und jetzt gehen wir über eine große Runde wieder zurück zum Parkplatz. Schön war es heute. Angenehme Winterwanderung. Und am Rückweg werde ich dann sehen, wo ich falsch abgebogen bin mal wieder. Weil Ursprungsziel war ja der Zwiesel. Ja, sehen wir jetzt nicht. Ich bin aber auf den Heigelberg, Heigelstein, gegangen und dann noch auf den Blomberg. Und beim Runtergehen ja, hoffe ich, dass wir irgendwo sehen, wo ich da gebogen bin. Kein Problem, weil dann haben wir schon mehr Ziel für die nächsten Tage.